Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Annie, Freunde. Super sexy kleines Indie-Game. Kann ich nur jedem empfehlen. Sieht schick aus. Hat ein paar Ruckler. Ja, super Kleinigkeiten, aber da können wir drüber hinwegsehen, Leute. Es sind Feiertage. Wir essen einen Lebkuchen und essen eine kleine Mancherie. Das mag ich nicht, aber ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt natürlich andere leckere Süßigkeiten. Bisschen Zucker zur Beruhigung und dann wird alles wieder gut, Freunde. Dann wird alles wieder gut. Willkommen zurück. So, Annie. Oh. Ach, ey, William. Mann, William, das scheint jetzt schon ein ziemlich gemeiner Typ zu sein. Annie, warum sollte ich eigentlich hier irgendwelche Freelancer in meinem Camp tolerieren, ja, die hier für 2 Monate leben? So, William, was willst du? Okay, okay, ein paar Leute, ja, hier haben gefragt. Okay, ja. Ob sie ohne mich losziehen dürfen? Tja, und ihre Körper wurden heute Morgen leblos gefunden. Okay, wirklich, ja? Wir Überlebenden, wir sollten doch zusammenhalten. Okay. Also wenn Julie nicht wäre, wärst du sowieso schon längst gekickt worden, ja? Du solltest das verstehen, ja? Wir sind hier kein Charity-Unternehmen. Okay, also willst du mich töten, wenn Julie geht oder was? Annie. Ich will niemanden töten. Aber irgendwie muss ja jeder hier seinen Teil dazu beitragen. Ja, vor ein paar Tagen mit ein Kollege hier mit seinem Little Girl und einer Katze. Ja, das ist lächerlich. Und Julie schleppt auch viel mit sich rum. Also, was kannst du für Julie und für mich tun, so, ne? Moment, Mike ist hier dein Konziliere? Ja, na und? Du kannst ihm natürlich folgen und dich selbst umbringen. So, okay, sie sind in den Westen, in den Wald gegangen. Wenn du hinterher willst, dann halte ich dich nicht auf. Könnt ihr beste Freunde für immer werden, hör dann. Also mit so einem Typen will ich auch nicht leben. Der meint, er ist cool, weil er hier so ein Rammstein-Gedächtnisschnitt-Haarschnitt hatte. Okay, ich erinnere mich, das kleine Mädchen hatte Fieber irgendwie. Deswegen habe ich Annie gesagt, sie soll das auschecken. Okay. Come on, das ist nur in deinem Kopf. Ach so, es sind immer noch sehr hübsche Mädchen im Camp. Okay, Jessica hatte Fieber? Okay, ich muss sie bald finden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir im Wald oder was, ne? Head to the forest? Ja. Dann gehen wir im Wald. Hallo, ja, ich war schon bei William. Alles gut. Naja, die sind im Wald aufgebrochen und wer in den Wald aufbricht, der stirbt anscheinend gerne mal. Aber wir nicht. Wir sind keine Waldsterber und wenn wir sterben, haben wir die Möglichkeit natürlich immer wieder belebt zu werden. Also, vielleicht gehen wir doch mal ab in den Wald. Okay, was? Ich kann nicht zurück, ohne Mike und Jessica gefunden zu haben. Ja, ich wollte auch eigentlich nicht zurück. Ich dachte, da geht's weiter. Aber okay, verstehe, verstehe. Wenn ich einmal im Wald bin, komme ich vielleicht auch nicht mehr raus. Ja, klar, vielleicht. Hier ist eine Zombie-Zone. Ich habe unendlich Pfeile. Okay, also wenn ich jemanden treffen sollte, ist eigentlich kein Problem. Oh, hier, Bandagen nehmen wir mit. Ja, Zombies sind halt Zombies. Da braucht sich keiner einen Kopf drum machen, ne? Okay, Trap for Zombies. Ja, okay. Den hat es auf jeden Fall die grauen Zellen schon zerstört. Okay, Tiger Brass, no big deal. Oh komm, der fällt doch noch da rein jetzt, ne? Hallo? Zombie-Traps sind auf jeden Fall gar nicht mal so unschlecht. Und again, and again. Ich bin halt nur mal ein richtiger Hunter, ihr könnt mir gar nichts. Okay, da ist noch eine Zombie-Trap. Kann ich mich dahinter stellen? Hier liegt Cola rum. Hoppala. Hallo.
Vielleicht doch lieber so hinstellen, weil die Idioten sind eh voll langsam. Okay. Guck mal, ich kann auch ganz sanft hier einfach so ein paar kleine schießen, das geht auch. Also solange ich was chargen kann, charge ich natürlich. Alter. Boah, die sind stark. Die sind stark. Warum hält der zwei aus? Hoppala. Guck mal, der liegt doch auf der Falle. Warum wird er nicht gefressen? Okay, die Waldtour ist schon echt ein bisschen anstrengender als die Stadttour. Gut, auf der Stadttour hatte ich aber wenigstens, ich war fast komplett ausgestattet. Hier bin ich jetzt irgendwie auch nur der Typ von nebenan. Die Tussi von nebenan. Das Mädchen. Carkey. A bloodstained carkey with a strange barcode keychain. Okay, nehme ich aber mit. Eine Kanne und Whisky ist auch gut. Nehmen wir mit. Wir gehen mal hier kurz runter, ein bisschen lunsen. Guck mal, da ist nämlich noch. Okay, hier riecht es genauso wie als das Desaster angefangen hat. Ja klar, weil hier Cola liegt. Mit Cola hat das Desaster angefangen. Ganz klar, sehe ich doch. Ich würde da gern drauf zugreifen. Angeblich kann man hier drauf zugreifen. Use den Car Key. Oh. Granaten. Geil. Molotow. Richtig nice. Mit Q kann ich Projektile switchen. Okay. Ach, die Granate reicht mir aber gerade auch. Danger. Wir sind in der Zombie Danger Arena. Hoppala. Was gibt's denn hier noch? Noch eine Dose. Okay. Eine Mauer aus Autos gebaut. Siehst du, also sind die Dinger auch nochmal irgendwann zu irgendwas zu gebrauchen. Hier liegen Flaschen rum. Molotow für die. Nehme ich doch mal mit. Aber jetzt muss ich wieder von vorne hoch, oder will? Oder was? Ah, hier ist so eine kleine Abkürzung. Aber Moment, dann gehe ich doch nochmal hier lang. Hier ist doch auch noch irgendwas. Hey! Okay, sorry, ich wollte euch nicht beim Kacken stören. Cola, siehst du, der hat auch Cola dabei. Oh, ich dachte, da kommt jetzt einer raus. Bier, Material. Also es lohnt sich doch hier so ein bisschen rumzugucken, ne? Da findet man schon noch so ein paar Sachen, die man zum Survival immer gut brauchen kann. Ein paar Bandagen hier, Damenbandagen. Ah, siehst du, wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich von der Außenwelt abgeschnitten erstmal. Oh. Okay, ich denke, Mike und Jessica waren in diesem Haus. Was geht jetzt ab? Alter! Oh, oh. Wow, 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 wow. Wow, Alter. Okay, ich muss weiter auf die Zombies ballern. Wow, Leute. Wow. Wow. Leute, wie soll ich denn hier zielen und schießen und... Oh, oh, oh. Alter, hier sind überall Reifen. Game over. Du bist tot. Challenge again. Okay, wow, das ist... Vor allem mit diesem Bogen, ey, als wenn keiner sagt, so, hey, ja, komm hier, ich nehme mir wenigstens eine billige Knarre mit oder so. Nee. Okay, wow. Aber ich finde das ganz geil irgendwie, dass da zwischendurch so kleine... Ihr wisst schon, ne? So kleine Boss-Level mit drin sind, die irgendwie...
Oh, au! Aua, aua! Aua, au! Au! Schnelle Bandage reinfegen. Okay. Geht klar, geht klar. Als ob. Was? Ich war gerade dabei, mich zu heilen. Guck mal, ich hatte noch einen halben HP-Balken. Das war fake. Oh, Leute, das ist natürlich hart. Und dann musst du sowas hier... Das ist natürlich so ein Game, ne? Oh Gott, dann musst du alles wieder von vorne anfangen. Shit. Okay, aber wir müssen da irgendwie durch. Wir müssen da irgendwie durch. Aber sie hätten sich ruhig hier diesen kleinen Clip noch sparen können, weil ich mir bewusst bin. Also man hätte auch hier starten können, zum Beispiel. Boah, Leute. Oh. Ja, ja, ja. Puh, I'm still alive, Alter. Okay. Jack wird wahrscheinlich sehr überrascht sein, wenn er das sieht. Ja. Oh, Gott sei Dank, ey. Dann gehen wir mal schneller rein. Hula, hula. Okay, hallo, irgendjemand da? Natürlich nicht. Comicbücher. Achso, der Mann sammelt Playboys und die Frau Comicbücher, oder was? Okay, William, ey, okay. After everything we've done. Ja, it's not different from killing us. Ja, okay. Oh, die hat das Geld vom Ticket Office gestohlen. Ich brauche ein bisschen Shelter. Jessica's Fever is gone. Okay, okay. Jessica ist wieder gesund. Das ist cool. Das hören wir gerne. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich meine, ich habe jetzt eine Knarre. Warum dann noch mit Pfeil und Bogen? Hä? Warum? Dup-di-da, dup-di-do. Okay, aber eigentlich, im Moment reicht mir noch der Bogen. Ich habe Coke, die kann ich gut verkaufen. Ich wusste es, Alter. Diese kacken Räder hier. Was sind das nur für Gegner, Alter? Guck mal, er hier. Lumpengesicht. Lumpengesicht. Schleicht er sich einfach an. Man sollte halt auch immer Munition und so sparen, ne? Hier liegt ein Rucksack mit Bandagen. Das gefällt mir ganz gut. So, jetzt die Frage, wo lang? Oben lang oder unten lang? Keine Ahnung. Ich gehe mal oben lang. Schauen, was passiert. So, guck mal, hier liegt noch eine Coke. Zigarettendosen, jawoll. Ist hier noch irgendwas? Kann man hier noch rein? Nö, ne? Nee. Da ist nichts. Okay, okay.
Oh, puh. Gelten die Traps auch für die Reifen? Nö. Okay, okay, okay. Eieiei. Oh, jede Menge Cola. Nochmal noch schöne kleine Bandage hier reingelunzt. Jetzt weiß ich nicht, unten ging es ja auch nochmal lang, also. Und wenn hier das Game gesaved wird. Wie nix drin. RNG oder Bug? Hä? Woher soll ich denn wissen, wo es lang geht? Ey, was macht er da? Der schleppt ein Fass? Aua. Okay. Was hat das jetzt alles hier? Einmal hier durch, bitte. Einmal hier raus. Dankeschön. Oh. Oh. Oh, ein Hamburger. Als ob einer... Ey, den würde ich doch nicht essen. Leute. Also jetzt mal im Ernst. Guck mal, da hätte ich da lang noch gekonnt. Was ist denn da oben noch? Hier ist überall Zombie-Arena. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Aber es ist vielleicht auch der Sinn der Karte, des Levels. Ne? So ein bisschen die Verwirrtheit im Walde. Hier ist doch bestimmt einer drin, oder? Nö, aber Bandagen und Dose. Bandagen sind super. Dosen sind auch super. Ich mag Dinge, die Dosen und Bandagen beinhalten. Bier-Bottle-Caps. Cans. Okay, okay, gut. Doch nochmal nicht schlecht gewesen, da hochzulatschen. Alter, hier liegen sie rum überall. Oh nee, was? Ah! Du stehst ja einfach so rum. Frank, Alter, was machst du hier? Naja, du bist okay, Jacks Kumpel hier. Naja, als das Desaster begann hier, ne, mein Boss, mir mein Essen gestrichen, ja, dann musste ich ihn verprügeln, so, ne? Okay, und seitdem mache ich mein eigenes Business. Okay, du kannst es zu mir Annie sagen. Ich suche nach meinen Freunden, seinen Mann, er hat deine Tochter und, sie haben sich hier im Wald versteckt. Vielleicht sind sie hier irgendwie am Holzfällen oder irgendwas gesehen vielleicht, so, ein Mann und seine Tochter, ja, ein Mann, seine Tochter und eine kleine Katze. Sie sind zu dem Berg da drüben gegangen. Okay, aber willst du einen Look machen? Was? Jede Menge Items to sale, hä? Huh? Oh, Close Ranger. Ah, okay. Hier haben wir nicht genug Kohle für. Da auch nicht genug Kohle für. Aber... Ich kann mir auf jeden Fall eine schöne Shotgun kaufen, Leute. Und eine Pistole. Prefer auf jeden Fall vor jedem Bogen, ne? Und Ammo Restored. Richtig gut. Okay. Den Bogen will ich jetzt nicht. Dann gehe ich lieber mit Pistole los. Oh, hallo. Shoot, run. Hier. Schmolokov. Shoot. Ey.
Oh. Oh. Da liegt irgendwas Blaues. Ein Jade-Ding. So, guck mal, hier habe ich unendlich Moon. Bam, bam. Ich wollte da oben am Scheißhaus nochmal gucken, ob hier vielleicht... Oh ja, Whisky und Coke. Das kann man alles verkaufen. Aber laut diesem komischen Zettel hatte ich jetzt ungefähr gefühlt 200 Dosen Cola dabei, ne? Oh, das sieht nach einer Bosszone aus, Freunde. Oh, was ist das denn jetzt? Der Oberreifen oder was? Wollt ihr mich eigentlich verreifen? Oh Gott. Oh, die Säurespur darf ich natürlich nicht über... Au! Oh. Die gehen mir hart auf den Sack, aber... Ich muss auch mal ein bisschen reagieren jetzt hier. Oh, 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 oh. Ich habe nichts, womit ich mich heilen kann. Oh Gott, wir sind tot, Freunde. Ich werde mich auf diesen Boss vorbereiten müssen. Eine Nacht schlafen, vielleicht zwei, drei oder viermal die Vorhaut rasieren. Und dann, Freunde, können wir ihn vielleicht schaffen. Ich mache an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Dann legen wir den Boss, gehen weiter, finden das Kind, die Katze und den Mann. Ja, dann werden wir glücklich bis ans Ende unserer Tage leben in einer Zombie-Zermalfabrik. Und wir werden irgendwie Profit aus toten Zombies schlagen, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und einen erfolgreichen Tag vor allen Dingen. Das ist immer wichtig. Er muss nicht immer schön sein, aber erfolgreich. Und erfolgreiche Tage gelten auch als, heute habe ich eine Tüte Chips gegessen und einen guten Film auf dem Sofa geschaut. Es war Sonntag, ich habe mich zugedeckt und geweint. Kann auch ein erfolgreicher Tag sein, Freunde. Also, wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Bis dann, reingehauen und ciao.